Hier haben wir es mit einem Weißdorn zu tun. Die Früchte sind noch nicht ganz reif, es ist jetzt Ende August, die werden also noch ein bisschen knalliger, ein bisschen bunter. Die Blätter, die könnte man so auf den ersten Blick mit einem Feldahorn verwechseln, da wäre die Größe nicht mehr viel anders. Sie werden beide zusammen oft anzutreffen sein in solchen Hecken wie hier. Und jetzt noch als kleine Nebenbeobachtung, neben dem Weißdorn direkt daneben wächst hier auch ein Schwarzdorn. Der Schwarzdorn hier typisch zu erkennen an den Früchten, an den Schlehen. Die sind aber jetzt noch ziemlich ungenießbar, die schmecken jetzt noch überhaupt nicht. Die sind frühestens nach dem Frost, wird der Zuckergehalt etwas höher und da schmecken sie etwas anders. Aber zum Eigentlichen zurück, hier also der Weißdorn.